Ah, okay. Das ist ein Zahlenschloss. Ich hab aber momentan nicht, dass ich wüsste, irgendwie ein Code bei mir, ne? Das ist aber doof. Servus. Ja, wer bist denn du? Willst du mich anspringen, wenn ich auf dich zukomme? Wie hast du dir das gedacht? Ich würde auch gern an den Schrank, weißt du? Da scheint nämlich was zu gehen. Okay, also wir gehen jetzt einfach mal auf den Jungen zu. In der weißen Voraussicht, dass er uns anjumpt und wir vielleicht tot sind. Schön, dass du da bist. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Ja. Okay. Also das ist jetzt offensichtlich metaphorisch gemeint dafür, dass man damit vielleicht die Nahrung findet. Ja, also ein Kompass zur Orientierung, nicht wahr? Wir haben ja gerade eben gelesen, dass die Nahrungsmittel rationiert wurden, beziehungsweise nur noch einzelne Crewmitglieder welche bekommen und sie ja dann quasi überwachen, ja, weil sie einfach so verschwunden sind. Du bist noch da? Willst mich nach wie vor nicht anspringen? Okay, vielleicht springst du mich an, wenn ich die Tür hier öffnen will. Das ist doch... Was? Ist doch... Das ist doch nicht... Das gibt's auf keinem Schiff. Ich gehe wieder zurück. Aber gut, vielleicht muss ich genau dahin, um an meinen Code zu kommen für die eine Tür, ne? Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Es speichert auf jeden Fall mal. Die Tür ist jetzt für uns für immer verschlossen. Vorerst. Nein, muss ich hinab. Na gut. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Allerdings verheißt die Soundkulisse nichts Gutes. Was zur Hölle? Bin ich jetzt hier gelaufen? Hi! Na? Wie seht ihr so lebendig plötzlich? Was geht denn ab? Magst du mir was sagen? Du brauchst bestimmt noch einen zweiten Arm, ne? Du brauchst einen zweiten Zeiger. Soll ich dir einen holen? Bestimmt. Da sind ja noch mehr Leute. Da muss bestimmt auch die dritte Lampe brennen. Beziehungsweise da ist gar... Doch, da ist eine, oder? Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich meine, da ist eine drin. Irgendwie muss ich hier noch was finden. Okay, alles klar. Läuft. Es ist alles ziemlich einfach. Was ist das jetzt hier? Oh, die Tür ist jetzt weiter weg, als ich dachte. Okay. Hier, da liegen Gliedmaßen, aber die kann ich nicht nehmen. Da geht's scheinbar irgendwo hin. Ich gucke mich auch trotzdem erstmal hier um. Das ist ja jetzt relativ großräumig hier. Ah ja, toll, komme ich auch nicht weiter. Supi, also muss ich da lang. Moment. Das hat gerade so... Ach so, das flackert bloß. Hallo? Da ist eine Tür, okay. Es gibt bestimmt gleich wieder Verfolgungsjagd hier. Also der Akt 2 ist in dem Fall noch nicht rum. Also ich fühle mich zumindest nicht so. Hier geht's weiter runter. Noch weiter runter. Will ich das denn? Das wirkt mir aber dann doch eher wie echte... Nee, oder? Irgendwie. Sieht das wie echte Gliedmaßen aus. Ja gut.
Weiß ich. Ah, nee, oder? Rätsel, Bätsel. Na, klasse. Ich habe ja keinen Plan, was ich hier machen soll. Nee, okay, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich machen soll, aber... Nein! Nein! So. Nee. Ach Gott. Also es muss ja hoffentlich nicht millimetergenau sein hier. Das sieht hübsch aus. Dreht sich aber immer nur die. Steht, es dreht sich immer noch das Ding. Also es wird nur rechts und links gedreht hier. Allerdings. Das muss, man muss den äußeren Bereich auch noch irgendwie drehen, habe ich das Gefühl, ne? Vielleicht macht man das hier. Schauen wir mal. So ist doch hübsch. Ne? Noch nicht ganz perfekt, ich weiß. Och, Mädels und Jungs. Doch, doch, doch. Ich glaube, so ist es jetzt, wie es sein soll. Ne? Moment. Ja, wenn man jetzt nicht auf den Millimeter guckt, ne? Aber das machen die ja vielleicht hier. Was tun? Was nun? Was soll ich nun tun? Also das hat ja jetzt offensichtlich funktioniert, ne? Aber doch nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, das ist ein Kopf. Guck mal. Okay, ja, ich gehe mal wieder zurück. Das war jetzt gar... Also es war ganz hübsch, das Rätsel war jetzt aber gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt habe. Am Anfang habe ich gedacht, scheiß die Wand an. Ich werde hier sterben. Da läuft jetzt was, ne? Lief das vorher? Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch egal. Ja. Also wieder zurück dahin. Schön. Aber wie komme ich denn jetzt weiter? Die Maschine funktioniert wieder, aber wie komme ich denn weiter? 0, 0, 0, 8. Ist das richtig? Soll das wirklich so ein Schlüssel, so ein Keycode sein für so ein Schloss? Egal. Also 0, 0, 0, 8. Schauen wir mal. Dazu müsste ich aber natürlich zurückkommen an die Tür, die, ja, da vorne unerreichbar ist. Hm. Muss ich hier vielleicht noch was tun? Ah, so, ich muss die Uhr entsprechend einstellen. 00. Oder? 08. Uhr 38 ist das die Uhrzeit, die ich einstellen muss. Okay. Ja, wie soll ich denn wissen, wann es hier 12 ist? Da oben ist die 10. Wo ist denn hier 12? Hä? Was? Ich verstehe. Oh nein. 10? Moment. Es wäre ja schön, wenn jetzt ein Zuschauer da wäre, der mich vielleicht fragen könnte, wie man das hier macht, der das eventuell schon mal gespielt hätte. Bevor ich mich jetzt hier ewig verlustiere.
22:38, also die Uhrzeit ist es nicht, weil es gibt keine. Beziehungsweise doch, es gäbe. 10 wäre ja 22 Uhr. 10 PM wäre 22 Uhr. Aber hier steht auch nirgends AM oder PM oder sonst was rum. Ja, jedenfalls wissen wir schon mal, dass das nichts mit unserem Vorhängeschloss zu tun hat an der Tür. Also 10. Elf. Okay. 13. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwie die 25 erreichen. Hä? Was? Also 1 plus 3 sind 4, okay. 4 plus, ja. Ja, muss ich das irgendwie addieren? Hier muss ich auf 20 kommen, oder? Muss ich die Differenz nehmen? Zwischen 20 und 38 sind 18, aber wo soll ich denn das jetzt herzaubern? Obwohl, wenn ich jetzt auf 10 gehe... Zwischen 30 und 38 sind die ist die Differenz 8. Also ich weiß es echt nicht, ne? Also es hat sich mal ein bisschen was getan. Es hat irgendjemand geschrien. Aber warum? Differenz zwischen 24 und 70 kriege ich hier mit Sicherheit nicht. Ah, es ist wieder eine Lampe an. Die Differenz zwischen 24 und 70. Warte mal, 70 minus 20 sind 50, minus 4 sind 48. 48. Das heißt, jetzt brauche ich noch 38. Das wird jetzt mit Sicherheit wieder nichts. Differenz zwischen 43 und 70. 40 bis 70 sind 30. Das heißt, wir haben jetzt hier eine. Nur nochmal minus 3. 27, 19. Das heißt, wenn wir jetzt da oben auf 27 kommen wollen. Moment. 70. 27 doch. Also von 19 bis 27 sind es 8. Von 51 bis 70 sind es 19. Von 58 bis 70 sind es 12. Ich mache halt irgendwas, ne? Also keinerlei Checkung hier. Von 64 bis 70 sind es 6. Die 6 ist jetzt allerdings schon verwirkt. Deswegen kann ich nur die 5 nehmen. Von 69 bis 70 sind es 1. Die 1 gibt's noch. So, und da soll jetzt mal eben einer drauf kommen, ne? Alles gut. Ja. Okay.
Ja, also im Prinzip, ne, war es jetzt ganz leicht. Aber man muss erstmal drauf kommen. Was ist das? Blümchen. Das ist ein schönes Blümchen. Aus Tod wird Verfall. Wie hat er das gesagt? Darf ich da hin? Ja, es geht wieder. Hier geht's nicht hoch, nach wie vor. Wäre ja auch Blödsinn, da hinzugehen. Was soll ich da? Da gibt's ja nichts. Ha, Servus. Okay, das sind nur Lampen. Das sind einfach nur Lampen. Hallo? Jetzt. Wollt ihr was sagen? Ich drehe mich wieder um. Was zur Hölle ist denn das? Seid ihr wieder weg? Nö, seid immer noch da. Was wollt ihr von mir? Jetzt sind sie weg. Okay. Naja, nicht weiter wild, ne? Interessant. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Okay. Also ich hoffe, ihr lest alle fleißig mit, ne? Also das macht jetzt keinen größeren Sinn hier, das zu bewegen, oder? Man kann es halt tun. Na gut. So ein kleines bisschen das Gefühl, dass die Framerate gerade so ein kleines bisschen sich verabschiedet, aber was soll's. Ich kann es ja nicht ändern. Ja gut, also. Gehe ich mal da rein. Wie war das? Jemand kann jemandes Gefäß sein? Irgendwie so. Ist leider relativ kryptisch geredet, ne? Und sind wieder Ratten oder sowas, wie es aussieht. Ja, die allseits bekannten Ratten. Mahlzeit. Und Sie? It warms the heart. It feeds the soul. It makes the world so bright. So bright. The stolen flame burns strong. Burns quick. A stolen flame. Burns out. Muss ich wieder dahin? Ach je. Ich verstehe alles ehrlich gesagt nicht, was der Mann von mir will die ganze Zeit. Ach, guck mal die Uhr. Schön. Ja, ich muss weg. Ist ja auch nichts zum Aufsammeln irgendwie, so Zettelchen. Weiß nicht. Ja, die Framerate macht tatsächlich gerade so ein bisschen ab. Also hier, verabschiedet sich. Ist eigentlich ganz schön hier, ne? Warum bleibe ich hier nicht? Darf nicht. Mahlzeit. Wer hätte das gedacht, dass ihr auch wieder da seid? Dann geht's vielleicht diesmal hier raus, hä? Es geht aber ganz schön hoch. Mein lieber Dings. Ich komme echt nie an euch vorbei, ne? Ihr seid also nicht eingebildet. Ihr seid da. Hallo? Jetzt seid ihr weg, oder? Ist logisch. Muss ja wieder in den Aufzug rein. Demnächst, ne?
Jetzt mal ganz im Ernst, wozu war jetzt die ganze Fahrstuhlfahrerei? Ja, ich hätte doch direkt hier auf und rein da. Haha, ich will da vielleicht gar nicht hin. Die ist zu. Ah, schön ist es, wenn es schön ist, gell? Ja. Ja, dann macht's mal gut, ne, Jungs. Macht ihr mal weiter euer Ding. Freut mich, euch kennengelernt zu haben. Auch wenn kein Leben in euch ist, nur irgendwas anderes. Oh, war gar nicht so schlimm. Werde ich eigentlich noch gejagt? Was? Wo bin ich denn jetzt hier? Das hier sieht auch sehr komisch aus. Da kann ich allerdings nirgends... Doch. Ah ja, das ist noch... Ich bin quasi im ersten Stock. Da unten ist noch ein Stockwerk. Jetzt. Das sieht in dieser Dunkelheit sieht das ganz komisch aus. Oh nein. Ich höre es schon wieder. Warum geht die Tür zu? Warum geht Tür zu? Warum nichts frei? Da ist jemand. Ich glaube ja, wenn ich auf dich... Was ist denn jetzt da? Aus dem Bauch gekommen? Egal. Ich glaube jedenfalls, da hinzugehen könnte mir eventuell wehtun. Hier ist ganz, ganz grelles Licht. Ja, okay. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ist ja schon interessant. Mal gucken, was passiert. Es ist schon wieder diese Kreatur, ne? So diese Streifen, ne? Diese Längsstreifen, die das so mit sich bringt. Allerdings hat es ja eh gerade einen Speicherpunkt gegeben. Und selbst wenn es mich jetzt erwischt, dann starte ich halt am letzten Speicherpunkt wieder. Das ist ja in Ordnung. Aber ich scheine hier auch was nehmen zu müssen. Ja... Ja und? Ja nun? Also es ist eine Hand, die aus ihm rausguckt, ne? Ist ja schon mal ganz nett, ne? Allerdings weiß ich jetzt auch hier nicht weiter hin, was zu tun. Allerdings bekomme ich gerade irgendwie das Gefühl, es könnte vielleicht sein, dass ich auch selbst die Bestie bin, die hier die ganze Zeit rumrennt. Aber es ist reine Spekulation. Move yourself. But where? Where should I go? What is the right way? I don't know. Oh, there's a door. I love doors. Ja? Ja, das hatten wir schon. Also. Um die Frage von vorher zu beantworten, ich werde noch gejagt. Die Frage ist, hätte ich mir jetzt das Ganze sparen können, indem ich gar nicht erst dahin gegangen wäre. Wir werden es gleich wissen. Denn ich werde es versuchen, diesmal zu vermeiden, dahin zu gehen. Aber ich schätze mal, ich muss das schon tun.